Und jetzt geht es wieder zu unserem Wahlcheck der Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Heute auf dem Prüfstand Straßenbau und Infrastruktur. Keine Landesregierung hat so viel in die Sanierung von Landesstraßen investiert wie Grün-Rot. So zumindest heißt es von der amtierenden Landesregierung. Dagegen wettert die Opposition, der Neubau von Straßen sei schmerzlich vernachlässigt worden. Stattdessen wollten Kretschmann und Herrmann die Bevölkerung durch die vielen neu gebauten Radwege umerziehen. Wir haben die Landtagskandidaten gefragt, ob die Landesregierung genug für Verkehr, Straßenbau und Infrastruktur tut. Ganz klar, nein. Also das, was wir brauchen, das ist, wenn wir den Landeshaushalt angucken, da ist unglaublich viel konsumtiv, also unglaublich viel Einmalausgaben sind dabei. Wir brauchen aber im Landeshaushalt nicht die Einmalausgaben. Wir müssen darauf setzen, dass wir in die Infrastruktur des Landes investieren, und zwar in die Verkehrsinfrastruktur, also auch die Breitbandversorgung. Und dafür wollen wir Liberale eben der Landesstiftung 1 Milliarde Euro entziehen und dieses Geld dann eben in das schnelle Internet und auch in die Straßeninfrastruktur im Land investieren. Und zwar 1 Milliarde Euro innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und dafür müssten wir dann nicht mal einen einzigen Euro an Schulden aufnehmen. Wir haben einen sehr, sehr guten Verkehrsminister, der Winnie Herrmann, der bei uns auch oben jetzt erst war und die Schwäbische Alpbahn besichtigt hat. Wir setzen auf Sanieren statt Neubau, und es ist ein ganzer Kriterienkatalog vom Verkehrsministerium entwickelt worden, welche Priorität welche Straße hat. Uns geht halt nicht mehr darum, welcher CDU-Bürgermeister dann wen kennt, sondern es geht einfach dann noch bestimmte Kriterien. Wir als landesgrün-rote Landesregierung haben die Mittel bei dem Erhalt von Straßen, also Landesstraßen jetzt, verdoppelt. Wir waren im Bereich von 40, 50 Millionen Euro, was die Landesregierung pro Jahr investiert hat. Wir sind im Jahr 2016 bei 120 Millionen, also mehr als verdoppelt. Von daher gesehen stellt sich die Frage gar nicht, gell? Wir müssen unterscheiden. In Landesstraßenbau haben sie ähnliche Summen ausgegeben wie wir mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Was den kommunalen Straßenbau betrifft, wurde das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz auf den Kopf gestellt, und da bleibt bei den Gemeinden derzeit zu viel hängen. Also der Fördersatz wurde runtergesetzt von 70% auf 50%, und das Ganze wurde gedeckelt. Und jetzt wird man erleben, dass die Mittel gar nicht abgerufen werden, weil die Gemeinden sich das nicht leisten können. Also wenn Engsteng zum Beispiel sämtliche Bahnübergänge sanieren würde, dann würden an der Gemeinde Mehrkosten von 200.000 Euro hängen bleiben.